Ja, und somit herzlich willkommen bei einer neuen Instanz, und zwar die faulen puren Höhle der Marudum der Dingsterbumster. Hehe, gar nicht einfach auszusprechen, wie ihr mich erkennt. Genau, es sind dies hier, die Marudum faul puren Höhle. Ja, wenn ich das falsch ausspreche, dann tut es mir doch immer noch wahnsinnig leid. Oh ja, danke. Sehr freundlich, sehr freundlich. Machen wir das mal hier dicht. Und wir haben einen Paladin. Gefällt mir doch sehr. Und was geht denn jetzt hier ab? Oh, oh, oh. Irgendwie haut mein Healbot nicht an. Warum haut denn der Healbot nicht an? Klick ist Pflege links. Verjüngung. Okay. Also auf jeden Fall so, jetzt alles easy. Alles easy hier im Stübchen. Es haut alles hin. Da können wir jetzt richtig hier loslegen. Kann sein, mit die Tastatur halt ne, die Tastatur schon die Maus einen kleinen Schaden von Battlefield hat. Soll ja alles vorkommen. So. Ja, was gibt es zu dieser Instanz zu sagen? Ihr seht ja, es gibt insgesamt drei Stück von denen. Einmal die türkische Grotte, wo wir in meiner Let's Play-Reihe drin waren. Das ist also aus Zufall mal entstanden. Leider. Dann gibt es davon jetzt der zweite Teil hier. Das ist eine Ebene höher halt. Die puren. Und dann gibt es noch die Fälle des irrenden Gartens. Und das wäre dann die letzte. Damals war diese ganze Instanz halt zusammen. Meines Erachtens nach. Das war halt eine lange Instanz. Beziehungsweise konnte man die halt nach und nach durchgehen. Nachdem dann aber halt, nachdem dann aber halt mit 335 dieses Dungeon Bros. System eingeführt war, war das dann halt, ich nenne es jetzt mal, überflüssig. Genauso wie den Tank hier. Hey, my dude. So, hätten wir da jetzt ein Level ab? Ne, das war wieder jemand anders. Na, was soll denn das? Meine mittlere Taste will nicht. Warum auch immer, aber sie will auf jeden Fall nicht so richtig heute. Hm. Na, wer weiß. Ja, und wie gesagt, da wurde das dann halt nicht mehr notwendig, hoppala. Damit man da halt mit einmal durchgeht. Ansonsten ist das ja eine riesen Instanz, da kann man wiederum eigentlich nichts dagegen sagen, wenn man alle drei zusammennimmt, ist man mindestens so eine Stunde, zwei drin. Ja, Schwachsinn, wenn man so allgemein schon halt so zweieinhalb Stunden ist man drin. Insgesamt, wenn man halt alle hintereinander macht, das ist jetzt die Grotte, die Poren und der Garten. Ja, und dieses Loch wäre nicht schlecht, wenn wir das zumachen. Danke. So, wunderbar. Ich lege mal einen Teppich aus. Versuche hier den Tank nicht verrecken zu lassen. Nee, reagiert einfach nicht. Das mittlere Mausrad ist will einfach nicht. Mal reagiert es, mal reagiert es nicht. Ah ja, naja, egal. Kann jeder mal so seine Macke haben. Ja, ansonsten ist es auch hier wieder das Ziel, alle Bosse zu besiegen, beziehungsweise den da hinten. Level up! Stufe 35. Ulduman! Ui, das ist eine schöne Instanz. Ulduman. Es ist wiederum eine
unterirdische, und zwar im Ödland, wenn ich mich da jetzt nicht mehr... Ja, das dürfte ja im Ödland, glaube. Also sprich, nicht mal in Kalimdor, sondern wenn ihr... wenn ihr... Ja... Oder war das doch Kalimdor? Lasst mich mal schnell überlegen. Ihr kennt den Ort mit den Zwergen, mit den Dammen, der da gebrochen ist. Da runter machst, da rüber kommst du ins Aschental. Nee, das ist noch bei uns in den östlichen Königreichen. Da oben auf jeden Fall ist dann auch das Land. Und da geht's dann halt in diese unterirdische Höhle rein. Wird natürlich wieder mal fleißig von Gnomen bewacht. Wie soll das auch sonst der Fall sein? Ja. Schöne Sache, gucken wir uns natürlich an, das zu verstehen. Und jetzt chillen wir erstmal den Boss hier down, Digga. Haben wir schön das R. Also. Oh. Schön eklig, die ganze verseuchte Seuche hier. Ein bisschen mehr Schaden, die Herrschaften. Ich habe ja noch mehr. Sehr schön. Getötet den Anführer. Das ist ein Zauberstab, den brauche ich wiederum nicht. Ja, getötet eins von eins. Der mehr war da jetzt erstmal nicht drin. Wäre mal nett, wenn der erwarten könnte. So. Bin ja hier ohne Schmoses und die Allwissenden. Dann geht es jetzt zum zweiten Boss, der hier hinten, der Schlingel-Schlangel-Dengel. Sieht doch aus, es gibt hier mehrere Bosse. Also hier sind mehrere Bosse, ich kann euch das gerade mal noch anhand der Karte hier zeigen, die ich gleich wieder einblenden werde, sobald ich hier den... Weil ich darf hier beim besten Wünschen... Ja, machen wir es einfach so. Genau. Ihr wisst, das war der erste Boss, Lord Schlangen schieß mich tot. Dann gibt es halt hier noch einen. Das ist dieser Tüffler. Und jetzt sind wir halt hier gestartet. Ich gehe und das scheint dann hier der Tüffler zu sein. Ja, das ist die türkische Krutti. Da geht das dann eigentlich zu denen und danach zu denen. Das wird dann meines Erachtens nach entweder in der... Ach du Scheiße. Wird dann meines... Komm Junge, halt schon. So, das wird dann meines Erachtens nach... entweder dann in der dritten Ebene sein oder hier, ich zweifle, ja, ich zweifle mit Bedenken dran. Und damit ist dann der hier halt der nächste. Und somit war das eigentlich alles mal eine Instanz. Aber naja, ist halt nicht mehr so. In der Zelle des Grab gibt es dann noch, das ist dann die, das ist dann hier die dritte, 1, 2, 3 Bosse, 3... Dritte Station passt teilweise, hier hinten geht jetzt an dieses ekelhafte Vieh und dann war es das eigentlich mit der Instanz auch schon wieder. Ich bin mir zwar nicht sicher so rum, aber nun ja, man wird es ja sehen, aber eigentlich schon. Es ist wie gesagt schlimm. Das ganze Wissen, was man früher hatte, hat man nicht mehr. Oder man hat es verlernt, weil man sich nicht intensiv darum gekümmert hat, weil es eigentlich egal war. Aber was will ich bitte schön außerhalb von WoW mit der Sprache bzw. mit dem Begriff? Oh ja. Oh ja. So, mal gucken, wie lange der Spaß jetzt hier wieder dauert. Ich gebe Oma meinen Senf hier dazu. Oma ein bisschen Zorn drauf. Ein bisschen Feenfeuer. Aber man muss ja hier so gut wie nicht sein. Freut mich ja auch wiederum. Oh, jetzt ab und zu mal hier. Sehr schön, Quest erledigt. Kann ich das beenden? Und hier haben wir schöne Stoffschuhe. Falls da keiner was braucht, nehme ich gerne Bedarf drauf, auch wenn es Stoff ist. Ich merke schon wieder, mein Hinterzimmer wird hier randaliert.
Habe ich jetzt eigentlich in Dings gekriegt? Ja, habe ich. Sehr schön. Da mache ich einfach mal Bedarf. Hab die Scheiße auch gewonnen. Und sage hiermit Slash. Tschüss. Und ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Haut rein.